Jetzt wird der böse Matze auf den Boden gesprochen. Die Polizei Hannover demonstriert öffentlich in der Innenstadt, wie sie Messermann Matze auf den Boden reden mit Worten, der sich dann natürlich auch allen Weisungen fügt. Und ich frage mich, ob sie den Schwachsinn dabei überhaupt selbst erkannt haben. Immer wieder heißt es der böse Matze mit dem Messer. Ich zeige euch das ganze Video hier in diesem Video. Und es gibt jetzt eine neue Geheimhaltung in Berlin. Die Vornamen von Messertätern werden jetzt nicht mehr veröffentlicht. Und das, obwohl die CDU den letzten Senat danach selbst gefragt hat. Kaum ist die CDU im Senat an der Regierung, wird die Antwort den Abgeordneten verwehrt. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich habe heute ein Video dabei, das ist von der Polizei aus Hannover. Sie hatten wohl so etwas wie einen Tag der offenen Tür in der Innenstadt und haben mal demonstriert, wie sie hier ein Auto anhalten mit Blaulicht und so weiter und so fort. Ihr wollt das ganze Video sehen ohne meine Kommentare, dann spult bis zum Ende dieses Videos. Da setze ich den Clip nochmal in voller Länge an und hier schauen wir uns das jetzt Stück für Stück an und zerlegen diesen Schwachsinn der Polizei Hannover. Los geht's! Folgt von der Polizei und soll angehalten werden. Blaulicht ist an. Das schwarze Fahrzeug hält an. Kollegen steigen aus. Sie wissen natürlich nicht, wer im Auto drin sitzt. Das ist der böse Matze, der hat ein Messer im Hosenbund gehabt. Habt ihr es gehört? Der erste Framing-Versuch. Das ist der böse Matze, der hatte ein Messer in seinem Hosenbund. Ich frage mich, wie viele Matzes mit Messer im Hosenbund weist denn die Kriminalstatistik aus? Die häufigsten deutschen Vornamen waren Nico und Christian meines Wissens nach. Aber inzwischen werden diese Infos geheim gehalten. Ein Warnschuss. Ein Warnschuss, der hier für Respekt sorgt, das ist äußerst selten. Wir hatten es erst diese Woche in Berlin, dass ein Warnschuss dazu geführt hat, dass der Randalierer einfach mit seinem Vierkantholz weiter den Supermarkt drangsaliert hatte. Jetzt hat der Kollege geschossen, weil der böse Matze nicht gehört hat, dass er stehen bleiben soll, weiter mit dem Messer auf die Kollegen zugegangen ist. Jetzt legt er sein Messer brav nieder, die Beamten stehen da und es ist eigentlich an Witzhaftigkeit dieser Situation nicht zu überbieten. Also tut mir leid, wenn sie so trainieren, ist mir auch klar, warum so Dinge wie in Mannheim passieren konnten. Ich erinnere nur mal, ich zeige die Bilder hier nicht, damit das Video freigeschaltet bleibt. Wir hören uns die entscheidende Audiosequenz einfach mal kurz an. Das war viermal Messer weg von den weiblichen Kollegen. Den Rest der Situation kennt ihr. Die Videos dazu gibt es auf dem Kanal. Wir sind wieder hier zurück bei der Polizei in Hannover. Die Kollegen lassen ihn jetzt drehen, um zu gucken, ob irgendwo noch eine andere Waffe am Körper oder in den Klamotten steckt. Jetzt ist dem was zu nah. Die Kollegen treten jetzt erstmal zurück. Jetzt wird der böse Matze auf den Boden gesprochen. Jetzt wird der böse Matze auf den Boden gesprochen? Also, sorry, wie lächerlich kann man sich hier machen, immer wieder den Matze hervorzuheben? Hätten Sie doch mal Ali oder Muhammad oder Mahmoud oder Ibrahim genommen. Tut mir leid, das ist die Realität in diesem Land. Kein Matze. Kein Matze steht irgendwo unter den Top 20 Namen der Messerstatistik. Aber die Polizei muss kultursensibel bleiben. Deswegen haben sie ja hier einen alten, weißen Mann genommen. Ja, Rassismus gegen Weiße gibt es nicht, selbstverständlich. Wer würde schon auf so eine Idee kommen? Und dann sprechen sie ihn hier zu Boden. Ja, weil das in der Realität auch so gut funktioniert. Ja, dass wir die Täter zu Boden sprechen, dass nach einem Warnschuss die Täter Respekt vor der Polizei haben. Es wäre schön, wenn solche Mustersituationen die normale Normalität, die Realität werden in diesem Land. Aber die Realität ist eine ganz andere. Ich könnte euch Videos zeigen, da würde mein Kanal hier gelöscht und gesperrt werden. Das kann ich nicht machen. Seitdem Twitter, jetzt X, übernommen wurde von Elon Musk, gibt es da auch einige Videos, die Gewalt gegenüber Frauen zeigen, die aus
islamischen Ländern stammt. Um das jetzt mal neutral zu formulieren, ist Katastrophe, was ihr euch da angucken könnt. Ist einfach Katastrophe. Wir sind jetzt hier nochmal bei Matze, dem bösen Matze, der jetzt auf den Boden gesprochen wird. Das auf den Boden sprechen, das zeige ich euch nochmal. Jetzt wird der böse Matze auf den Boden gesprochen. Rechte Hand auf den Boden. Linke Hand auf den Boden. Oberkörper ablehnen. Arme zur Seite abspreizen. Handflächen nach oben. Ich gehe jetzt schon wieder ran. Jetzt liegt Matze auf der Erde. Jetzt können die Kollegen rantreten und ihm Handfesseln anlegen und ihn somit festnehmen. Ja. Ja. Jetzt liegt der böse Matze auf dem Boden, entwaffnet, ist ganz ruhig und still und wartet darauf, dass er festgenommen wird. Ich frage jetzt mal ernsthaft in die Runde, es gibt ja mit Sicherheit auch Polizisten, die hier zuschauen. In wie vielen Fällen von Verhaftungen läuft das so ab, wie hier gezeigt? Das würde mich jetzt wirklich mal in der Praxis interessieren. Von 10 Leuten, die verhaftet werden, dass sie sich so widerstandslos verhaften lassen, würde ich sagen, 2. Oder 3, mehr nicht. Die anderen 7 bis 8, die leisten zumindest mal Widerstand. Oder, also, wenn ihr Polizisten seid, Polizisten kennt, schreibt mir unter dieses Video, am besten schreibt mir eine E-Mail. Es ist einfach phänomenal. Und das zeigen sie dann in der Öffentlichkeit und wundern sich dann, wenn die Leute Angst haben, auf die Straße zu gehen, wenn die öffentliche Sicherheit so erodiert ist, dass hier in diesem Land jeder inzwischen totgeschlagen werden kann. Philippos, erst diese Woche, ich erinnere an den Gassi-Spaziergänger aus Magdeburg. Die Täter waren 14, 14 und 16 Jahre alt, sind bis heute auf freiem Fuß. Es ist also, nee, nee. Und dann wundern sie sich, dass andere Parteien Stimmen bekommen. Das ist ja immer der Witz an der Sache, wo ich mich dann frage, lebt ihr in einem anderen Land als ich? Oder leben wir in einem, also leben wir im gleichen Land? Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Leute so viel arbeiten müssen in diesem Land, weil die Steuern und Abgaben so hoch sind und man sich nicht mehr mit irgendwelchen Themen um einen herum beschäftigen möchte. Ich weiß, Frauen sind per se etwas weniger Politik interessiert. Zumindest ist das meine Erfahrung, wenn ihr das anders da seht, wobei meine Kanalstatistiken mich da auch untermauern. 2 Drittel der Zuschauer sind männlich, 1 Drittel der Zuschauer sind weiblich. 2 Drittel der Zuschauer sind auch 50 oder älter. Die Jungen sind wohl alle abgehauen zu TikTok, aber bei TikTok verdient man A, kaum Geld und B, TikTok ist eine chinesische Geheimdienstschleuder. Habe ich überhaupt keine Lust drauf, bleibe ich lieber hier bei der amerikanischen, die bezahlt wenigstens gut. Ist ein bisschen Sarkasmus, aber ist halt leider die Realität. Wenn alle Leute immer sagen, hier Kreml-Propaganda auf dem Kanal, kann ich immer nur wieder darauf hinweisen, dass mich eine US-amerikanische Aktie, also börsennotierte Aktiengesellschaft bezahlt. Ja? Für alle Leute, die das nicht glauben wollen, dann kommt mal vorbei, dann könnt ihr das sehen. Ansonsten bin ich mal gespannt auf deine Meinung hier. Kennst du auch Messermann Matze, den bösen Deutschen, den bösen rechten Messerstecher vermutlich? Keine Ahnung, was für ein Narrativ sie uns hier einpflanzen wollen. Ich möchte ja gar nicht in Abrede stellen, dass es deutsche Straftäter gibt, aber das sind nur 49% aller Messerdelikts-Tatverdächtigen haben mindestens die deutsche Staatsbürgerschaft. So heißt das ja inzwischen. Seit gestern darf man mehr wie eine besitzen. Auch wir Deutsche, du und ich, wir können uns jetzt von anderen Ländern einen Pass holen. Ich bin ernsthaft im Überlegen, ob das nicht eine Option ist, mir einen Pass von einem Nicht-EU-Staat zu besorgen, damit ich im Falle der Fälle, wenn sie mir hier an die Kandare pinkeln wollen und mir ein Passentzugsverfahren auflegen, so wie Oliver Janich zum Beispiel, dass man dann trotzdem noch mit einem gültigen Reisedokument diese Union verlassen kann. Frau von der Leyen, viel Glück dabei. Ich spiele definitiv nicht mit, wenn Sie hier irgendwo in den Krieg ziehen. Sie sind nämlich größenwahnsinnig. Aber schreib mir deine Meinung unter dieses Video, abonniere den Kanal und auch Telegram und gib mir mal einen Tipp. Sollte ich vielleicht noch einen WhatsApp-Kanal aufmachen, weil so viele Leute bei WhatsApp sind? Ich sehe das immer, in Telegram wird es verbreitet und auf einmal greifen die Leute auch über WhatsApp zu. Bitte mal abstimmen unter dem Video und damit bis bald. Folgt von der Polizei und soll angehalten werden. Blaulicht ist an. Das schwarze Fahrzeug hält an. Kollegen steigen aus. Sie wissen natürlich nicht, wer im Auto drin sitzt. Das ist der böse Matze, der hat ein Messer im Hosenbund gehabt. Jetzt hat der Kollege geschossen, weil der böse Matze nicht gehört hat, dass er stehen bleiben soll.
weiter mit dem Messer auf die Kollegen zugegangen ist. Die Kollegen lassen ihn jetzt drehen, um zu gucken, ob irgendwo noch eine andere Waffe am Körper oder in den Klamotten steckt. Jetzt ist dem was zu nah. Die Kollegen treten jetzt erstmal zurück. Jetzt wird der böse Matze auf den Boden gesprochen. Rechte Hand auf den Boden. Linke Hand auf den Boden. Den Oberkörper ablehnen. Arme zu weit abstreifen. Handflächen nach oben. Ich gehe jetzt von dir ran. Jetzt liegt Matze auf der Erde. Jetzt können die Kollegen rantreten und ihm Handfesseln anlegen und ihn somit festnehmen.